Was geht, Leute? Guten Morgen an alle. Haben 9 Uhr. Wir sind gestern um 6:30 Uhr angekommen, mit 2 Stunden was. Ich habe 1/2 Stunde Schlaf, weil das Auto um spät 8:30 Uhr abgeht, musste natürlich gleich zu spät. Jetzt bin ich bei Lidl, was zu holen. Ich brauche wieder Getränke. Also das finde ich Skandal. Wir sagen zu Berliner Krapfen. Skandal. Kong Strong Energy darf nicht fehlen. 20 Cent. Und so ein Zeitpunkt. So, ich habe jetzt eingekauft, 2 Tüten voll. Auf jeden Fall gehe ich jetzt zurück zum Apartment. Italiano alla Milano. Arrivederci. So, ich bin jetzt im Fahrstuhl. Buongiorno again. Wir haben 8 Uhr. Also scheint noch das Video. Es ist dunkel draußen. Jetzt raus, was essen. Und morgen ist es soweit. Milano gegen PSG Champions League. Wir sind in der Innenstadt gerade. Ich habe mir Spaghetti Pomodoro bestellt. Das ist so klein. Ich hätte wieder Pizza nehmen müssen. Pizza wäre günstiger und größer. Genau in der Zentrale, da sieht man auch den Dom in Milan. Das habe ich in einer Minute fertig, Alter, ich schwöre. Wir gehen gleich bestimmt wieder woanders essen. Wo wir gerade gegessen haben, eine kleine Spaghetti und eine für ihn. Ihr könnt euch nicht vorstellen, das hat 43 Euro gekostet. Die haben uns richtig abgezogen, die Schweine, Alter. Mini-Spaghetti bezahlt, was meine Mutter 1000-mal besser machen könnte, Alter. Passt auf, wo ihr essen geht im Ausland. Wir sind gerade in so einem Süßigkeiten-Store. Was üblich für Großstädte ist. Was ist das für Schokolade? Wie heißen die? Hershey's Cookies and Cream. Werbetanen. Let me get one. Ich kenne davon die Tafelschokolade, die schmeckt schon krass. Aber wieso? Boah. Die haben einen geilen Geschmack, aber nichts Neues oder Besonderes. 3 Euro aber minimal. So Leute, wir sind zurück im Apartment. Wir gehen jetzt gleich schlafen. Morgen ist der große Tag. AC Milan Paris Champions League. Ich habe Bock, ich hoffe AC Milan packt das, weil die sind gerade schlecht unterwegs in der Liga und Champions League als AC Milan Fan aus Italien. Dann arrivederci, bis morgen. Herzlich willkommen zum nächsten Tag. Wie ihr sehen könnt, habe ich schon das AC Milan Trikot an. Heute steht es an AC Milan gegen Paris Saint-Germain Champions League. Ich habe mega Bock auf Champions League. Hoffentlich wird das ein geiles Spiel. Schönes Wetter. Diesmal werden wir nicht klitschnass. Forza. Herzlich willkommen, wir sind an unserem Ziel angelangt, am San Siro. Das Stadion von AC Milan geteilt mit Inter Mailand. AC Milan gegen Paris Saint-Germain Champions League Night. Wir sehen uns gleich im Stadion. Wir stehen gerade an, geht 12, es ist voll, wie man sehen kann, Schlangen sind voll, sie wollen alle rein in dieses geile Ding, genauso wie wir. Wir sind durch die Tore durch, wir sind vor dem Stadion, Forza Milano! Jetzt geht's zu unseren Plätzen. Herzlich willkommen zu unseren Plätzen im San Siro. Zeig einmal das wunderschöne Stadion. AC Milan, Paris Saint-Germain, Forza Milan! Die Spieler sind drinnen im Stadion.
Was ich vergessen habe zu erzählen, wir haben auf unseren Plätzen hier diese roten Papierdinger, weil wir nämlich eine Choreo machen und wir sind dabei. Was man auch sagen muss, ey, wir müssen diesen Turm hoch. Es ist so hoch. Da ist Behindertenlaut, meine Ohren. Türkei ist viel schlimmer. Seiten wurden gewechselt. Paris-Fans rasten aus, voller Dampf. Die Milan-Fans rasten aus, weil die Pariser auf deren Seite sind. Es ist so laut. Es ist so fucking laut. Donnarumma auf der Milan-Seite. Er wird so ausgebuht, so geil. Geil, er wird beworfen. Mit Geld, mit Fake-Geld. Die Stimmung ist so geil. Viel Spaß beim Spiel. Und Anstoß, let's go! Orsa Milan! Die Paris-Fans behindert, geil! On fire, so lieb ich's doch! Oh, schade, schade! Donnarumma! Get out of here! Pendejo! Oh! Rafael! Milan und Bayern, Forza! Come on! Konter von Paris. Fangt euch keinen! Fangt euch keinen! Maignan! Paris Saint-Germain schon mal Ecke. In der 9. Minute. Mal schauen, ob sich was raus bewegt. Ach, und das 1:0. Für Paris Saint-Germain. 1:0. Nach einem wunderschönen Angriff von Milan durch die Ecke. Kopfball verlängert auf Skriniar auch in der 9. Minute. Paris liegt in Führung. Flanke. Alter! Rafael Leao im Alleingang. Jetzt fangen schon eure Milan-Fans Pyros anzünden. Ja! Mein Junge! So ein geiler Torwart! Er hält Milan gerade noch im Spiel. Was ich nicht verstehe ist, wieso können die alle hier vorne außerhalb deren Plätze sitzen? Ich verstehe das nicht. Das ist sonst in der Türkei und so woanders verboten. Überall. Wegen den Leuten kann ich nichts richtig sehen. Richtig scheiße. Konter von Milan. Oh, ich dachte Tor. Freistoß für Milan, gefährliche Position. Führt schon aus. Oh, guter Versuch.
Schade! Die erste Halbzeit ist zu Ende, es steht 1-1. Richtig spannend, meine Stimme ist schon halb weg. Mal sehen, wie ich in der zweiten Halbzeit noch mehr schreien werde. Ich glaube, ich werde keine Stimme mehr haben. Viel Spaß in der zweiten Halbzeit. Milan, zweite Halbzeit. Es ist die 63. Minute. Oh! Wunderschön! Aber Donnarumma rettet auch wunderschön. Hey! Wow, ist so geil! Ich will ein Kind von ihm. Wir schreiben die 80. Minute. Milan macht hinten so dicht. Paris hat keine Chance. So wie meine Stimme. Bei Milan steht ein Wechsel an. Zwei Stück. Wunderschön gespielt. Yunus Musa, Bombe, Krunic. Und Rafael Leão. Der geilste Mann. Für Okafor. Okafor direkt am Ball. Verpiss dich. Oh! Ecke für Milan. Oh! Oh! Lee Kang-in, glaube ich. Wer ist das? Hachimi. Geiler Spieler. Oh! Oh! Dembélé verdribbelt sich. Mein Gott! Das Spiel ist vorbei! Das Spiel ist vorbei! Milan gewinnt 2-1 gegen Paris und hat 5 Punkte in der diesjährigen Todesgruppe! Ja! Forza Milan! Die Spieler kommen auf ihre Fans zu. Klatschen sie ab, die Fans klatschen sie ab. Die Pariser sind leise. Oh. Hey. Man of the match. Was? Man of the match. Okay. Ich dachte, das wäre Rafael Leão. Einfach, das war irgendein Typ, der hatte auch. Der sah aus wie Rafael Leão. So, wir sind zurück vom Spiel AC Milan Paris Saint-Germain. Es war ein heftiges Spiel. Meine Stimme hat sich schon ein bisschen erholt. Es war so ein geiles Spiel. Was man auch erwähnen muss, ist, weil Donnarumma zu seinem Ex-Verein ja wieder zurückgekommen ist, haben die Donnarumma, der haben wirklich so Fake Money mit seiner alten Nummer und seinem Gesicht gemacht. Donnarumma, weil er ja für Geld zu Paris ging. Brutal lustig, wie provokant die Italiener sind. Nach der türkischen Liga ist die italienische Liga mit der Atmosphäre
am geilsten. Also erst türkische, nach der türkischen habe ich mir sowieso an alles gewöhnt. Nichts ist mehr zu laut für mich. AC Milan, also italienisch war auch herbe geil. Das Spiel war richtig geil. Bald folgt noch mehr. Vergesst nicht zu liken, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert, was mit Fußball, egal was euch gerade einfällt, während ihr das Video schaut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, euch wird das Video gefallen. Bis demnächst.